Anhalten! Wir machen einen schönen Ausflug ins Supermarkt. Das wird einfach ein mega Spaß. Hallo! Wieso kriegst du das denn nicht hin? Muss ich alles selber machen? Die Pizza und der Boden aus Haferflocken, auch mal eine ganz neue Meter auf ganz gesund, dazu noch ganz gefährlich. Thunfischsalat mit Erdnuss-Sosi-Mosi, Reis-Blumenkohl-Basis, sehr viele Garnelis, also die kommen auch sehr gefährlich. Boah, Freunde, vertraut mir, die Apo Eddie Burgies mit Double Beef und Triple Cheese, aber auf ganz gefährliche Basis. Was? What the fuck? Nee, ne? Knossi kenn ich. Du bist ein Süßer. Na, war klar. Rolf möchte wieder das gute Rindfleisch. Das Schweinefleisch nimmt er nicht. Ist ihm zu fettig. Rolf, was Verwöhnteres als dich habe ich auch nicht gesehen. Oder der ist ein ganz netter. Wie heißt der? Unges. Der hat einen Bauernhof auf Madeira. Der rettet Hunde. Der für geringe Steuern auf die Insel gegangen ist. Dem nehmen sie es nicht ab. Sein komplettes Vermögen wie bei mir. Ich mal, der ist schlauer. Ich pfeffer mir erstmal Toffifee rein. Ich habe mir so eine Fünferpackung im Spar-Abo geholt. Guckt euch meine Videos an, wie ich das in mich reinstopfe. Sparfuchs, nicht schlecht. Baby Kreta suin ke kasi was etta tuna. Baby Kretan suin na 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 na. Huppala. Lass ihn doch machen. Wer sich da aufregt, der soll auch mal wirklich, man muss auch mal Humor verstehen. Du kleiner Arsch. Ja, du bist ein böser Junge. Aber ich frage mich jetzt ehrlich gesagt, ob du 12 bist oder 10. Mutter! Was hat er, der Bub? Haben sie sich geärgert? Die ärgern mich. Die sind doch bloß neidisch. Die ärgern mich. Ach, die machen doch nur Spaß. Sag, dass nicht wahr ist. Es ist nicht wahr. Mach keinen Scheiß, okay? Richtig witzig. War ein geiler Clip. Und der Drecksau, der Hugo. Er schneidet, wie er will, guck. Bruder? Hey, hier ist Knossis Mutter. Das geht ja gar nicht, gell? Du Kick. Sorry, tut mir leid. Sorry, wirklich. Bitte. Amanasikim. Okay, das ist jetzt wie eine Fremdsprache. Ich versuche mich jetzt in ihn hineinzuversetzen. Das heißt, auf Spanisch, warum meldest du dich nicht? Weiß ich nicht, mein Lieber. Weiß ich nicht. Das sind die Jugendworte. Nein. Da gibt's hier gar nichts. So, da wird erstmal an der Kokosnuss gesippt. Well, genau hier, BWL, Justus. Und jetzt so eine kleine patzige Antwort. Auf Wiedersehen. Und zwar haben einige versucht, mich zu triggern, indem die gesagt haben, ja, Digga, du hast keine Gardine. Du hast keine Gardine, wo bist du? Der muss doch maximal broke sein, schwöre. Ich hab auch keine Gardine. Okay, so. Okay. Oh, mega, ist ja easy. Minus mal Plus. Plus, oder? Mit der Klammer. Punkt und Komma vor Strich. Wenn du ein drüber haust, mit Plus mal Minus, Plus, 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 dann ist es Multiplikation. Bam! Kann nicht jeder verstehen. Ich muss es verstehen. Es ist auch nicht meine Wohnung. Das kann ich auch offen zugeben. Ich bin ja so mäßig auf Unterhase, sage ich mal. Was ist denn Unterhase-mäßig? Er ist so mäßig Unterhase? Was ist denn das? Untermieter ist Unterhase. Das verstehe ich nicht. Ich habe jetzt selber jetzt demnächst eine Wohnung abgesaved. Eine frische Neubau-Vier-Zimmer-Wohnung, okay? Hä? Wieso haut er sich hier jetzt so eine krasse Wohnung rein? Was ist denn jetzt? Was ist denn mit den Gardinen? Was ist denn jetzt das Aufgelöste? Ich bin nicht im Thema, ich verstehe es nicht. Ist das laut? Wow! Test. Ich brauch sowas auch zu Hause. Könnt ihr meine Mutter hören? Mach mal. Könnt ihr mich hören? Hallo, könnt ihr mich hören? Eins in den Chat, eins in den Chat. Du musst Mayday sagen. Max, hier ist Selemi. Hallo? Wer sind Sie? Hallo, ich bin dein Papa-Junge. Ach, das ist ein Zufall, oder? Das ist die Wahrheit. Hilfe! Scheiß Veganer-Sau. Ey, du Veganer-Sau. Schon Insimos aktiviert? Huhuhu. Hallo, ich heiße Klaus und bin ein Metzger und möchte dich schlachten. Spaß. Wühlmoos, Knopf, Augen, lange Nase. Ja? Jens Knossi Knossala, du bist dabei. Du kannst gern dich alleine aussetzen lassen und zeigen, was du drauf hast. Ist gefixt, ne? Ja.
Ich habe gesagt, ich mach mal mit. So einfach dieses Jahr. Für Kinder. Ich will nicht, dass Krokodil mich beißt. Ich wusste ja auch noch nicht. Ich dachte, bisschen Schweden. Weißt du, was ich meine? Es ist große Scheiße. Ich bin allein. Ich habe nicht mal einen Papagei, der mit mir spricht. Wer spricht denn mit mir? Außer der Gesang der Wellen. Hübsch. Hübsch. Eine Schlange. Guck mal die große Schlange an. Wie groß ist denn die? Ist das eine Kanakonda? Einfach stillhalten. Sind sie eine Würgeschlange? Vielleicht findest du ein paar Bananen. Dann ess halt, was weiß ich, Kokosnuss. Ja, stimmt. Ja, aber wie komme ich hoch? Ich kann ja nicht auf den Baum klettern. Ich muss warten, dass eine runterfällt. War eine dumme Idee! Zeig mal deinen Range Rover oder zeig mal deinen Mercedes. Warum soll ich jetzt irgendwas zeigen? Nimm's mir nicht übel, aber da, spätestens da merkt man doch, dass er dass das nicht sein Wagen sein kann. Das ist nicht sein Auto. So argumentiert keiner, dessen Leben daraus besteht, die ganze Zeit zu flexen. Der stellt sich vor irgendwelche Autos und sagt, das sind seine. Dann kann der kein Range Rover. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber das geht ja gar nicht. Digga, warum sollte ich jetzt was zeigen? Ja, warum hast du es denn 18 Jahre davor gezeigt? Ja, ich habe gesagt, der wird umgebaut. Schwarze Elemente werden auf Carbon umgesneakt. Schwarze Teile werden doch auf Carbon umgesneakt. Ja, ganz bestimmt. Ich nehme mir nichts, was günstiges, ey. S-Klasse. Er ist so triggert. So ein Range Rover piss ich. Cool. Okay, dann machen wir das bald wieder. Lasst gerne ein Follow da auf YouTube. Meinung sehr gerne zu den Lachern in die Kommentare. Habt ihr auch gelacht? Bei welchem Clip habt ihr euch zerlegt? Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo, dass wir in so kurzer Zeit so viele Leute erreichen, hätten wir wirklich nicht gedacht. Dafür wollen wir einfach mal Danke sagen. Wir werden weiterhin unsere ganze Energie und Freizeit hier reinstecken. Falls jemand von euch nach Möglichkeiten sucht, uns dabei zu unterstützen, kann er das ab jetzt unten auf den Thanks-Button. Ciao, ciao. Meinst du, ich bin nach so einer Nacht noch zum Witzen zumute? Ohne eine Marlboro? Das hier ist echte Wildnis! Echtes Ding!